Fast im Minutentakt strömen derzeit Mitarbeiter aus anderen Praxen und Pflegeeinrichtungen in die Praxis von Philipp eigenwillig. Denn sie sind momentan das Objekt der Begierde. Selbst hergestellte Visiere für den Gesichtsschutz. Kostenfrei überlässt die kieferorthopädische Praxis die vom 3D-Drucker produzierten Visiere auch anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen. Denn für Praxen und Pflegeeinrichtungen ist es in diesen Tagen fast unmöglich, Schutzausrüstung zu bekommen. Für die Arbeit ist diese jedoch wichtiger denn je, angesichts der Gefahr, sich mit Corona anzustecken. Wir kriegen einfach keine Schutzausrüstung mehr. Ja, wir kriegen von unseren Lieferanten, wir haben Probleme, Handschuhe zu kriegen. Wir kriegen keinen Mund-Nasen-Schutz, geschweige denn FFP-Masken. Und auch so eine Gesichtsvisiere, die ja vor ja, als Spritzschutz eigentlich dienen und auch vor Aerosol schützen, die gibt es auf dem Markt so nicht. Und da haben wir uns gedacht, gut, wenn wir die Möglichkeit haben, die selber zu drucken oder selber herzustellen, dann machen wir das. Die Herstellung der Visiere ist relativ einfach. Wichtigstes Werkzeug ist dabei ein 3D-Drucker wie dieser. Circa 45 Minuten benötigt er, die Halterung aus Biokunststoff zu fertigen. Den Bauplan gibt es frei im Internet. Gut 10 Halterungen in 3 Stunden produzieren die Drucker in der Praxis eigenwillig. Einfache Laminierfolie dient dann als Schutz, die einfach gelocht und auf die Halterung gesteckt wird. Einfach, aber effizient. Die 3D-Drucker, die sonst helfen, kieferorthopädische Modelle herzustellen, laufen nun mit ihrer neuen Aufgabe fast rund um die Uhr. Jetzt momentan ist es so, es kommen weniger Patienten. Und dadurch haben wir auch Kapazitäten halt auch frei und wir haben einfach überlegt, wie können wir das sinnvoll nutzen? Wie können wir den Menschen in dem Fall helfen? Und die Resonanz, die ist wirklich umwerfend. Also wir haben Anfragen von Praxen, wir haben Anfragen von Pflegediensten, von Pflegeheim, hier von der Kinderreha und auch vom Klinikum, weil diese Schutzausrüstung dringend benötigt wird. Besonders für zahnärztliche Praxen ist ein Gesichtsschutz unverzichtbar. Doch fehlt hier jede Hilfe der Politik. Wir als Zahnärzte, wir sind für unsere Patienten da, wir müssen da sein und wir haben horrende Kosten für unsere Schutzausrüstung, wenn wir sie überhaupt halt bekommen, sind aber komischerweise in keinerlei Rettungsschirm der Bundesregierung drin. Das heißt, für die Kliniken und für die Ärzte wurde ein Rettungsschirm ausgespannt und wir verstehen nicht, wieso wir Zahnärzte, obwohl wir systemrelevant sind und da sein sollen, dort nicht berücksichtigt sind. So laufen die 3D-Drucker in der Praxis eigenwillig weiter auf Hochtouren. Der Schutz vor Corona steht hier an erster Stelle. Und dafür sind die Mitarbeiter der Praxis ihrem Chef auch dankbar. Also ich kann nur eins sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team. Ich habe so etwas, so einen Zusammenhalt noch nie erlebt, einfach weil wir Maßnahmen ergriffen haben. Wir haben bestimmte Behandlungen, die nicht zwingend notwendig sind, wie zum Beispiel Zahnreinigung oder auch eine Beratung, die haben wir abgesagt. Die kann man durchaus nach hinten verschieben. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Und dadurch, dass wir jetzt auch halt Schutzausrüstung in gewissem Maße zur Verfügung haben, ist es halt auch so, dass wir nicht nur uns, sondern unsere Patienten und auch unsere Mitarbeiter schützen können. Und damit haben wir hier eine Situation, wo alle, glaube ich, noch mit Freude zur Arbeit kommen. Auch wenn die Praxis eigenwillig jetzt in den Osterurlaub geht, die Drucker werden weiterlaufen. Das steht fest.